Hallo und herzlich willkommen zu unserem allseits beliebten Nachhaltigkeits-Podcast. Ich bin Jan. Und ich bin Lena und heute soll es ganz um das Thema Minimalismus gehen, also warum wir gesagt haben, wir nehmen jetzt minimalistischer, was Minimalismus im Allgemeinen mit Nachhaltigkeit zu tun hat und naja, ein bisschen Storytelling wird bestimmt auch drin sein. Tja, warum haben wir eigentlich angefangen, minimalistischer zu leben? Ja, also so einen richtig konkreten Anfang finde ich gerade gar nicht. Also wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir ein, dass wir den einen Tag mal, das ist auch schon wieder bestimmt über ein Jahr her, vor dem Kleiderschrank standen, reingeguckt haben. Dort hatten wir noch unseren riesigen, großen Schwebetürenschrank und festgestellt haben, wir haben viel zu viel Kleidung. Es ist einfach too much. Es könnte noch mehr in den Kleiderschrank passen, aber allein die Tatsache, dass wir teilweise zu viel Zeit gewastet haben und uns gefragt haben, ja, was könnte ich eigentlich anziehen? Ich habe es dann relativ schnell damit erledigt, dass ich einfach immer das Oberste genommen habe und ja, mehr oder weniger mir keine Platte darüber gemacht habe, was genau ich anziehe. Aber dann sind da einfach mal irgendwelche komischen Sachen, irgendwelche komischen Kombinationen dabei entstanden, die einfach, weiß nicht, ob man so aus dem Haus geht. Und irgendwann hat es mich dann genervt, dass man, wenn man aufgeräumt hat, es wenige Minuten oder Stunden gedauert hat, bis sich wieder Chaos irgendwie automatisch ausgebreitet hat. Und ich habe das Gefühl, je mehr Dinge man besitzt, umso schneller verbreitet sich Chaos. Ja, unter anderem, aber bei dir ist es so einfach viel zu krass, wie viele T-Shirts du einfach hast. Ja, also ich habe jetzt auch nicht alle hier. Viele sind noch in meinem Zimmer, das ich noch bei dem Haus meiner Eltern habe. Und ich habe einfach jedwede Kleidung, die ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe oder die wenigen, die ich mir gekauft habe, einfach behalten, weil, keine Ahnung, irgendwie hat man bei uns nicht viel weggeschmissen. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie mäßig sind oder so, aber ja, meine Eltern kommen halt beide aus dem Osten und... Das ist jetzt aber wieder so voll das Vorurteil. Ja, nee, also bei mir ist das halt echt nicht so. Die hatten halt nicht so viel, also die haben halt schon ihr Auskommen gehabt, aber mussten halt dafür hart arbeiten so und... Deswegen wird halt nicht so viel weggeschmissen, also vor allem an Kleidung, warum auch. Manche Sachen wurden weggegeben. Ja, aber du hast jetzt schon leichte Züge manchmal an, die dich ein bisschen also anstrengend finde, sage ich mal, weil du willst halt echt alles aufheben. Also was so, wenn wir Gläser vom Aufstrich haben, die werden nicht weggeschmissen. Also ich musste oder muss regelmäßig einfach unseren Vorratsschrank aussortieren, weil wir einfach zu viele Gläser aufheben. Ja, guck doch mal, überleg mal, wenn du jetzt in den Wald rausgehen würdest, dann versuch du mal innerhalb weniger Stunden ein paar Gläser herzustellen, so nach dem Motto. Ich meine, so ein paar Gläser, die wir dann noch abwaschen in der Spülmaschine, die sind halt einfach erst ein paar Jahre, erst so bedeutungslos in Anführungsstrichen früher, hätte man dafür übelst viel Geld bekommen für so ein bisschen Glas vor ein paar hundert Jahren. Aber trotzdem stapelt sich das halt dann halt irgendwann und... Ja, ich will jetzt auch dich gar nicht fronten oder so, keineswegs. Also es ist halt wirklich einfach nur so, dass mir aufgefallen ist, dass es dir zum Beispiel ziemlich schwer fällt, Dinge wegzuschmeißen und dich von Dingen komplett zu lösen, sage ich mal. Also ich habe ja jetzt auch die Challenge gestartet, das kann ich mal schon mal so ein bisschen dazu sagen, dass wir seit dem 1. jeden Tag eine Sache aussortieren, die verschenken, upcyclen oder verkaufen und das halt auch auf Instagram teilen. Also wenn ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, wir sind da simple-evidence, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da sieht man das jeden Tag in der Story und auch in den Highlights, was ich so aussortiere oder was wir so aussortieren. Und ja, momentan sind das halt so die Sachen, die mich eh immer schon total gestört haben und wir wollen das auf jeden Fall beibehalten, jeden Tag was auszusortieren, weil wir würden am liebsten so, keine Ahnung, vielleicht noch 30, 35 Dinge besitzen. Ja, naja, das würde vielleicht ein bisschen... wenig. Aber reicht eigentlich auch zum Leben. Ja, aber da brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Aber dann kannst du nicht in den Wald gehen und dir ein Glas suchen. Ich meine, 35 Dinge sind nicht mal die Anzahl der Bücher, die in dem kleinen Bücherregal hinter uns stehen. Ja, wobei, wenn wir die ganzen Bücher durchgelesen haben, würden wir sie ja weitergeben. Nicht zwingend. Ja, also es kommt natürlich drauf an, bei den Dingen, die man besitzt. Ich hätte aber auch gesagt, es gibt so Konzepte von... Wohnungen oder Gemeinschaften, wo Leute einfach hinkommen können und die Sachen, die dort vorgefunden werden, einfach mitbenutzen können. Und wenn es so, also wenn man später mal so kleine Häuschen oder so Wohnungen oder so bauen würde, die man dann mit
ja, irgendwelche coolen Sachen hinterlegen könnte, irgendwie so Büchern und ein bisschen Essen und so. Wie ist es so Live-Room-Sharing oder so? Sowas wäre cool, wenn es so einfach Spots geben würde, an denen man einfach ein bisschen campieren kann. Wobei, es könnte relativ schnell ausgenutzt werden, das wäre das Problem da. Aber dann könnte man tatsächlich mit 35 Sachen ganz easy durchkommen. Ja, wir hatten ja auch mal diese Doku über solche Millionäre gesehen, die halt einfach total minimalistisch leben, also deren Ding irgendwie so war, herumzureisen und halt von überall aus ihre Geschäfte zu machen. Und die hatten wirklich nur so viele Dinge, die in einen Rucksack reingepasst haben. Also der ist halt von Hotel zu Hotel gezogen und hatte halt echt so ein Rucksackleben, sag ich mal. Aber das sah mega entspannt eigentlich aus. Wer hat auch gesagt, er wäre niemals Millionär geworden, wenn er sich total viele Sachen gekauft hätte. Aber das kann er sich wahrscheinlich nur leisten, weil er das Geld dafür hat, sich überall die Dinge gerade zu kaufen, die er gerade nur temporär braucht. Wobei das allerdings auch nicht nachhaltig wäre. Also wir haben ja auch gesagt, wir gehen ein bisschen drauf ein, was Minimalismus und Nachhaltigkeit zu tun hat, um mal einen Bogen zu schlagen. Ja, ziemlich smart von dir, mal jetzt daran zu denken und nicht erst in einer halben Stunde. Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Ich denke mal, wenn du dir bewusst darüber sein musst, dass es ein Limit an Gegenständen geben könnte, die du mit dir rumtragen kannst. Also sagen wir, du hast kein richtiges Zuhause und musst flüchten oder bist Nomade oder so. Also für viele Menschen heutzutage auch immer noch ein sehr wichtiges Thema. Und die Dinge, die du dabei hast, die müssen einfach in oder an einen Rucksack ranpassen. Vielleicht noch in deine paar Taschen und das war's. So, da machst du dir schon Gedanken, was du mitschleppst und wie viel du mitschleppst, weil es ist ja auch alles ein gewisses Gewicht. Und ich glaube, früher hatte Minimalismus was ganz anderes, weil viele Menschen halt einfach herumgezogen sind oder halt einfach nicht so viele Sachen hatten. Also diese Kleptomanie, die wir haben, die ist ja noch relativ neu, wage ich jetzt mal zu behaupten. Ja, was ich auch ziemlich interessant fand, war mal von so einem Erziehungskonzept gehört, dass wenn man einem Kind ein Spielzeug gibt, es dafür ein anderes aussortieren muss. So, also es gibt halt krass viele Kinder, die einfach so viel Spielsachen haben, halt auch mal wieder Neues gekauft bekommen und ja, halt eigentlich gar nicht wissen, womit sie zuerst spielen sollen und bestimmt die Hälfte einfach nur rumliegen haben. Also ich schließe mich da nicht aus. Ich hatte als Kind auch so viele Spielsachen. Ich konnte gar nicht mit allem spielen und von manchen konnte ich mich auch nicht trennen. Und das war immer nur so, ja, wenn mein Geschwisterchen das dann haben wollte, war es mir wichtig, aber sonst nicht, so eine Kinderlogik halt. Und teilweise sehe ich das bei Erwachsenen auch, dieses Verhalten, auch dieses, ich brauche alle meine Sachen, aber ich brauche sie eigentlich alle nicht. Also dieses Haben ist besser als Brauchen. So, kennst du den Spruch? Ja, naja, aber das ist wie gesagt Philosophie aus Zeiten, wo es den Menschen nicht so gut ging. Also viele von den, sag ich jetzt mal, na, wie hieß die Generation vor den Babyboomern? Also jetzt unsere ganz alten Großeltern und so, die halt alles nach dem Krieg aufgebaut haben. Ich glaube, das waren die Silents, also die Menschen, die in der Zeit aufgewachsen sind, in der man... Such diese Namen aus. Ja, also ich glaube, Silence heißt irgendwie die Silent-Menschen. Ich hätte jetzt Generation nach dem Krieg gesagt. Ja. Okay. Ich glaube, die soll so heißen, weil nach dem Krieg man froh über das war, was man hatte und Kritik gar nicht so krass geäußert hat, weil es darum halt ging, alles wieder aufzubauen und deswegen war das so die stille Generation. Und die haben halt echt gelernt, mit dem wenigen, was sie hatten, umzugehen und auch noch die danach teilweise haben daran angeknüpft, haben das von ihren Eltern mitbekommen. Und im Osten war es ja an vielen Stellen auch so, dass es einfach gar nicht so viel gab im Verhältnis, also viele Dinge nicht. Vor allen Dingen viele Luxusgegenstände waren halt einfach Luxus, weil die brauchte man zum Leben nicht wirklich. Also es war cool, die zu haben, wie ein schnelles Auto oder Schokolade oder Bananen oder so. Aber so die Grundnahrungsmittel, die es nur regional gab, damit sind die Leute auch gut klargekommen. Also so habe ich es jedenfalls von Verwandten und Bekannten immer wieder gehört bekommen. Ja, im Allgemeinen waren die Leute nach dem Krieg halt bisher wahrscheinlich, also Leute nach dem Krieg gelebt haben in Deutschland, ist jetzt nur von Deutschland auszugehen, vermutlich um einiges nachhaltiger als unsere jetzige Generation Y oder so heißt sie ja mittlerweile. Ja, also die Millennials, Generation Z und ja, ich glaube die neueste Generation, weiß ich gar nicht. Generation Y. Ja, also die Menschen, die halt mit dem Internet, mit 4G aufgewachsen sind, teilweise 3G, 4G und manche werden auch mit 5G aufwachsen und viel zu wenig Menschen fragen sich so,
ist das eigentlich wirklich so unschädlich? Und wenn man nachguckt, denkt man sich so, oh, es gibt ja gar nicht so eine eindeutige Studienlage. Ach so. Ja, also die Sache an der Generation ist einfach, aber ich merke das auch selbst, dass man ständig einfach dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out bekommt, dass man ständig das Gefühl hat, irgendwas zu verpassen, wenn man es nicht hat. Und diese ganze Werbung, die man kriegt, also von Instagram, Facebook und Co., ist einfach krass komplett auf einen zugeschnitten. Also wenn du über irgendwas nachgedacht hast, weil der Algorithmus oder die Algorithmen können dich ja so krass analysieren, die wissen, was du brauchst, bevor du es selber überhaupt weißt, dass du es haben willst. So. Und dann zeigen sie dir das immer wieder so richtig provokant an, sodass du irgendwann unterbewusst denkst, boah, fuck, ich brauch das unbedingt. Und dann kaufst du es dir. Und das, dieser Falle kann man eigentlich nur entgehen, wenn man anstrebt, minimalistischer zu leben. Weil ja. Ich sehe das zum Beispiel, wenn ich auf Instagram gehe, momentan kriege ich einfach total viel Persönlichkeitsentwicklung, Zeichenkurse und sowas, also irgendwas Persönlichkeitsentwicklungsmäßiges angezeigt, irgendwelche Kurse oder so, weil ich mich halt zu einem angemeldet hatte. Aber sonst habe ich auch immer irgendwelche coolen Sachen gesehen, mit denen man sich so zum Beispiel Haushalt putzen oder irgendwas erleichtern kann oder irgendwelche nachhaltigen, krassen Hacks, so die ich vorher noch nicht kannte. Und diese Sachen hätte ich mir vermutlich geholt, wenn wir nicht angefangen hätten zu sagen, ey, wir kaufen uns kein Waschmittel mehr, wir kaufen uns keine Reiniger mehr, wir machen alles selber. Also wir machen unsere Reiniger, die wir für den Haushalt benutzen, machen wir selbst. Das hat auch viel mit Minimalismus zu tun, da wir halt nichts kaufen, sondern wir haben so Natron und Essig. Manchmal nehmen wir auch noch Zitronensäure oder sowas dazu. Also wir haben echt nur 2-3 Zutaten, die wir für alles nehmen. Ätherische Öle gehören auch noch dazu, genau. Und damit reinigen wir einfach alles. So ein Oma-Trick. Ja, also da muss man sich einfach wieder ein bisschen schlauer machen. Es ist auch so eine Sache, wer hat heutzutage Bock dazu, so viel Eigenverantwortung zu übernehmen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es definitiv verstehen, wenn du in einem Kack-Umfeld lebst, also vielleicht eine anstrengende Familie oder eine anstrengende Beziehung, deinen Job oder die Schule nicht magst, es dir gesundheitlich nicht gut geht, weil du dich zum Beispiel von dem toten, unnatürlichen Industriemist hauptsächlich ernährst, den man uns heutzutage als leckere Nahrung verkauft. Aber das hat wenig mit Lebensmitteln an sich zu tun, aber darüber werden wir auch noch ein Video machen. Und das Ziel, viele Sachen in der heutigen Zeit können einen richtig hart runterziehen. Und ich kann es verstehen, dass man da gar keinen Bock mehr hat, noch Eigenverantwortung zu übernehmen, weil die Welt ist ja aus dieser Sicht eh schon scheiße. Warum soll ich mich dann noch dafür bemühen, dass sie für irgendwen außer mir sonst noch besser wird? Das kann man einerseits verstehen. Die Sache ist die, dass jeder, ob er will oder nicht, die Verantwortung dafür trägt, wie die Welt um ihn herum aussieht. Ich musste auch gar nicht tief genug in die Materie gehen, damit man das so weit versteht, dass man wirklich checkt, wie krass die Verantwortung ist, die man trägt. Aber nehmen wir einfach mal an, das, was du ausstrahlst, das, was du sagst, das, was du anderen vorlebst, das formt mehr oder weniger bewusst die Menschen, die in deinem Umfeld leben. Und wenn du da Scheiße verzapfst, wenn du die Welt kaputt machst, bist du ein schlechtes Vorbild. Im Endeffekt kann man, glaube ich, auch ganz gut sagen, es gibt ja wirklich Menschen, die besitzen extrem viele Dinge. Also die haben so richtigen Kaufwahn, kann man sagen. Also ich muss das haben und dies haben und jenes haben. Und ich habe schon ziemlich oft den Satz gehört, so wie innen, so auch außen. Also wenn du darauf angewiesen bist, dich über irgendwelche Dinge zu definieren, ist irgendwas in deinem Inneren wahrscheinlich auch nicht in Ordnung. Naja, wenn du was haben willst, dann ist das ja logischerweise die Analogie, die du ja gerade genannt hast, so wie innen, so außen, dass du innerlich dich nach irgendwas sehnst, irgendwas brauchst. Meistens ist es Anerkennung, meistens ist es eine gewisse Form von Selbstwert oder einfach, grob gesagt, eine Form von Liebe, mit der Menschen ein Loch stopfen könnten, was sie dann versuchen mit Äußerlichkeiten zu füllen, also zum Beispiel Essen. Viele Menschen versuchen sich eine Art Schutzschild anzuessen und werden deswegen dicker, um irgendwie ihr Innerstes zu schützen. Das ist sehr oft so. Manche versuchen irgendwelche Dinge anzuhäufen, um sich krasser zu fühlen, irgendwie ein heftiges Auto zu fahren oder nice Sneakers zu haben, um halt einfach aus der Masse herauszustechen, um zu sagen, ey, ich bin doch was wert, guck mal, ich kann mir doch halbwegs gute Sachen leisten. Und das ist so der Punkt, das ist gewollt. Es ist gewollt, dass Menschen immer mehr haben wollen, weil daran letztendlich verdient die Industrie. Also die ganze Wirtschaft hängt davon ja auch ab. Also was ich auch einfach ziemlich heftig finde, ist, dass man
auch in so einen richtigen Kaufrausch irgendwann kommt. So, wenn du einmal angefangen hast, dir was zu kaufen, dir was zu gönnen, oder so manchmal auch gar nicht mehr richtig rauskommst und der ganze, also viele Menschen sind daran ja auch schon zugrunde gegangen, immer mehr haben zu wollen, als sie eigentlich brauchen. Und man redet sich das auch teilweise einfach verdammt dolle ein. Also ich habe letztens auch gelesen, dass die meisten Käufe, die man tätigt, emotional sind. Also fast alle Käufe sogar, also ich glaube über 90% sogar. Aber man sie immer mit Logik probiert zu rechtfertigen. Also zum Beispiel jetzt, ein Mann kauft sich ein extrem teures Auto und die Frau fragt, ja, warum hast du dir das gekauft? Und er fängt dann an zu sagen, ja, damit kann man mehr transportieren, dies und das. Aber im Endeffekt hat er sich gekauft, weil es sich besser anfühlt, weil er es schön findet. Also diese ganzen emotionalen Aspekte werden wahrscheinlich eher damit reinspielen, als die Logik an sich dahinter. Aber das ist bei jedem so. Es ist auch bei Kleidung so. Es ist bei extrem teurem Kaffee so. Also es gibt so eine ganz berühmt-berüchtigte Kaffeemarke, die dafür bekannt ist, einfach nur, dass man die Emotionen kauft und gar nicht den Kaffee. Was ich auch ziemlich heftig finde, ich habe eine Sympathie zu schlichten Verpackungen. Es ist neulich, wir haben hier, ich glaube, es war zu Silvester, an Silvester haben wir einfach Dame gespielt und Pläne fürs neue Jahr gemacht. Und da haben wir einen weinartigen Saft getrunken, der aber halt wirklich nur ein Saft war. Also er war halt einfach wie ein Wein, so wie ein Rotwein. Wenn man davon getrunken hat, dann war das so, als hätte man in einen riesigen Haufen frischer Beeren gebissen. So, das war einfach ein ziemlich natürlicher Geschmack, so ein bisschen ja säuerlich, wie Wein halt so schmeckt. Ne? Ja, so im Abgang schwäflich. War er irgendwie so ein bisschen, als wäre es fast schon halb trockener Wein. Genau, und das hat einfach richtig natürlich geschmeckt. Und die Verpackung war einfach mega schlicht. Schick, aber richtig schlicht. Kein großes hier, bling, bling, guck mal, ich bin toll. Und die typischen, hier, guck mal, ich bin toll, ich bin bunt, ich bin übelst krass, los, Augenkrebs, verbreite dich. Diese Verpackungen haben meistens einen Inhalt, der zum Beispiel bei Saft ziemlich wässrig ist, einfach nur ziemlich süß und ziemlich schmales Geschmacksprofil hat, wobei der simpel verpackte Wein einfach, beziehungsweise der Saft, einfach ziemlich vollen Geschmack hatte. Da haben wir aber auch wieder, dass du den wahrscheinlich erstmal nur gekauft hast, weil du den schön fandest und das dann halt mit Logik gerechtfertigt hast, dass du es kaufst. Die wussten, wie sie es machen, weil die Logik dahinter ist, was gut ist, muss nicht extravagant verpackt werden. Das Produkt spricht für sich selbst. Und diese simple Eleganz, dieses einfache hier, vertrau dem Inhalt, das hat mich einfach überzeugt. Und das war ein perfektes Beispiel dafür. Gute Dinge müssen nicht extravagant verpackt werden. Ich kann mir gerade voll vorstellen, wie der Jan so durch die Abteilung marschiert, so an den Säften vorbeigeht, ich so, die sind alle so bunt, was soll das? Und sich dann noch so umschaut und die ganzen Menschen so übelst gestresst an Silvester, so, wir müssen uns voll beeilen, heute Abend Silvester, dies, das. Und er dann so diesen Weinsaft zieht und sich so denkt, das ist der ultimative Saft für mich, ich muss den haben. Und ja, wie war das so? Ja, ich weiß nicht. Ich habe nach Saft gesucht, weil du mich losgeschickt hast, welchen zu holen. Und ich habe halt immer nur diesen, ja, Tetrapack-Saft in Bund, wo ich weiß, dass die Verpackung allein schon 10-mal so viele künstliche Farbstoffe beinhaltet, wie sie eigentlich braucht. Und das hat mich halt einfach angesprochen. Das sah halt einfach bodenständig aus. Bodenständig. Und das hat vielleicht 1 Euro mehr gekostet als andere Säfte, aber irgendwie war es mir dann halt schon wert. Und ich dachte mir auch so, das Produkt schmeckt halt einfach, als wäre es gesünder. Aber du kanntest doch den Geschmack gar nicht, bevor du den Wein genommen hast. Ja. Ich sag's doch jetzt im Nachhinein. Wie lange wir jetzt selber über diesen Saft schon diskutieren? Ja. Der okay. Saft, der Saftcast. Was ich eigentlich damit sagen wollte, war, dass Dinge, die euch von außen her durch großes Tohuwabohu und eine Riesenshow cool geredet werden, die haben das meistens nötig. Also wenn ein riesiges Tohuwabohu etwas ist, dann solltet ihr kritisch hinterfragen, braucht es das? Braucht es eine riesen Aufmache? Braucht es eine übelst krasse Verpackung? Braucht es einen krassen Teaser, eine Ankündigung? Braucht es die Werbung? So, und was ich gemerkt habe, ist, dass in gewissen Cerealien von vogelnestartigem Logo, Firma, Konzern, macht die Welt kaputt, sind riesige Kartons für
Frühstücksterialien und im Endeffekt übelst die kleinen Tüten drinnen, die noch nicht mal richtig voll sind. Und das kostet auf dem Kilo so 8 bis 11 Euro. Und normale Bio-Haferflocken kosten nicht mal 3 Euro das Kilo und sind einfach viel vollwertiger. Und dann steht da auf der Ampel vielleicht noch ein B oder so drauf. Oder auf diesen bestimmten Kakaoschnitten ist dann auch einfach, der, wo nur Zucker drin ist, Industriezucker und nichts Lebendiges und so, ist einfach ein B drauf. Und da frage ich mich so, stimmt, es braucht diese mega süße Verpackung mit diesem Hasen drauf, sage ich jetzt mal, damit die Leute das gerne essen wollen, vor allem die Kinder. Weil eigentlich ist da nur Schrott drin. Ja, das ist halt bei vor vielen Dingen so. Also man wird beim Kaufen eigentlich die ganze Zeit nur ausgetrickst. Es gibt auch einfach so krasse Verkaufstricks, wenn man im Markt ist. Wir hatten das mal im Hauswirtschaftsunterricht in der Schule. Was ist eigentlich alles für, wie man eigentlich ausgetrickst wird, dass es manchmal andere Bodenbelege gibt, dass es keine Fenster gibt, wenn man die Zeit vergisst, dass es Musik gibt und man sich wohlfühlt. Also es wird einfach alles so aufeinander geschnitten, dass man da lange verweilen will, dass man sich wohlfühlt, dass man irgendwas kauft. Und dem zu entgehen kann man eigentlich nur, wenn man sagt, ey, ich passe jetzt mal wirklich bewusst auf, was ich brauche, was ich benutze. Und wir sortieren ja auch mit einem ganz bestimmten System aus. Und zwar nehmen wir die Sachen und überlegen, hat mir das in dem letzten Jahr Freude bereitet? Ja, da haben wir es benutzt, haben wir es gebraucht. Und oft war es so, eigentlich nicht. Dann überlegt man sich, warum hatte ich das eigentlich und werde ich das überhaupt noch umsetzen können? Und meistens so, ach nee. Und was ich krass finde, ist, wir versuchen auch immer mehr die Philosophie von Feng Shui durchzusteigen, wo es dabei darum geht, dass Chaos den Energiefluss blockiert. Und ich finde, zum Arbeiten ist ein leerer Schreibtisch in einem ziemlich klar strukturierten und aufgeräumten Zimmer, wo Licht und Farben passen, ist das Arbeiten einfach viel geiler. Ich finde es witzig, wenn ich mich hier umschaue, steht einfach immer noch so übelst viel Kram. Also unser Problem ist halt wirklich, dass wir über die letzten Jahre einfach so viel Kram angehäuft haben. So teilweise waren das auch Aktionen wie, man ist bei der Mutti zu Besuch, Mutti sagt, ey, brauchst du dies, das, jenes? Du bist so voll überrumpelt, denkst dir so, brauche ich das überhaupt? Und im nächsten Moment hat sie es dir schon in die Hand gedrückt und du bist auf dem Weg nach Hause irgendwie so. Mhm. Also solche Situationen sind da auch mit bei, aber auch so ganz viele Sachen, die sich einfach so verschleppt haben, sage ich mir, also die man irgendwie mal mitgenommen hat oder irgendwie geschenkt bekommen hat und sich dachte, ja, ist eigentlich voll die schöne Sache, stelle ich mir hin. Also es ist wie mit Deko. Also es gibt so die Deko-Menschen, es gibt die Nicht-Deko-Menschen. Wir sind Nicht-Deko-Menschen, obwohl wir Deko schön finden, aber wir haben halt keine Lust und auch keinen Platz dafür. Für jedes Event, das es im Jahr so gibt, Ostern, Weihnachten, sonstiges, Deko-Kisten zu haben und immer alles zu schmücken, abzuräumen und wieder zu schmücken. Ja, und im Endeffekt kommt es ja auf die persönlichen Dinge an, die man, wenn man sie anschaut, einem Freude bereiten. Und das sind bei mir persönlich, und ich glaube, ich kann da für dich mitsprechen, die Pflanzen, die wir haben oder die wir haben werden. Ja, wir haben jetzt so eine Pflanze in der Ecke, wo wir unser sekundäres Licht, was wir abends immer anmachen, halt draufleuchten lassen. So sehen wir zwar ein bisschen weniger, aber dafür haben die Pflanzen halt ein bisschen mehr Licht abends und hoffen halt einfach, dass die sich möglichst schnell ziemlich viel davon vermehren, damit wir halt einfach unsere Wohnung mit Leben füllen können, weil Grün ist auch eine ziemlich entspannende Farbe und das zu haben, wäre schon ziemlich boss. Ja, also so schön wie unser Podcast gerade ist, könnten wir auch langsam mal eine Art Abschluss finden. Wir können ja auch einfach noch einen neuen Podcast aufnehmen danach, wenn wir gerade so in Erzähllaune sind. Also zum Abschluss würde ich sagen, wir nennen jetzt einfach mal Vorteile, die es mit sich bringt, Minimalist zu sein. Also der erste Vorteil, den ich sehe, ist, man ist halt einfach nicht so gebunden und ist ziemlich frei. Und man hat halt nicht so das Problem, dass man Angst hat, Dinge zu verlieren, weil man ja gar nicht so viel besitzt. Ja, ich würde erstmal spontan sagen, man hat mehr Ordnung. Also mehr Ordnung außerhalb von einem heißt auch mehr Ordnung innerhalb von einem. Ja, und der Fokus ist ein ganz anderer, weil dich umgeben nur die wenigen Dinge, auf die es wirklich ankommt. Das heißt, du kannst nicht so schnell abgelenkt werden. Du sparst eine Menge Geld damit, also wirklich sehr viel Geld. Du sparst Zeit und es ist auch so, dass es dich ein bisschen entspannter werden lässt, weil nicht so viele verschiedene Dinge auf einen einprasseln, weil die Umgebung
bleibt dann immer ungefähr gleich. Die Dinge haben ihren gewohnten Ort, du findest die Sachen auf Anhieb. Und wie gesagt, der Energiefluss ist halt einfach klar, strukturiert, ordentlich. Und je mehr wir loswerden, umso mehr merken wir, dass wir uns leichter fühlen. Und die Menschen machen sich mehr Gedanken, wenn sie einem etwas schenken. Also ich hatte das auch erst vor ein paar Tagen, da hat eine Freundin angefragt gehabt, was man uns überhaupt noch schenken kann, weil wir minimalistischer leben wollen. Und da hat sie halt auch gesagt, also was kommt überhaupt noch in Frage? Weil so irgendwelche Dinge schenken ist ja dann wahrscheinlich nicht mehr das Richtige für euch. Und das finde ich auch voll toll, dass sie sich einfach schon so Gedanken gemacht hat. Falls sie das hört, geht auf jeden Fall Grüße raus an sie. Sich einfach schon so Gedanken macht, so was kann ich schenken? Und meine Antwort war dann, schenk uns Zeit mit dir oder mit euch. Also überleg, können wir eine Fahrradtour machen? Können wir ein Picknick machen? Keine Ahnung, was irgendwas Cooles, Zeitmäßiges. Oder Tee, also Sachen, die wir auf jeden Fall aufbrauchen werden. Also so, das ist zum Beispiel auch eine ziemlich coole Sache, dass Menschen dann nochmal mehr ihren eigenen Konsum hinterfragen, wenn sie sehen, okay, die machen das so, warum machen die das so? Also, ich habe auch nichts gegen Geld in einer schönen Karte. Weil es ist halt so, das ist halt immer so ein belastetes Vorurteil, ja, der hat halt nur Geld geschenkt oder so, aber in so Karten steht ja auch manchmal so ungefähr drin, was sich der Mensch für denjenigen, der zum Beispiel Geburtstag oder so hat, für einen wünscht. Und da kann man ja auch ganz einfach reinschreiben, yo, ich schenke dir einfach 10 Euro. So, keine Ahnung, es ist halt nicht viel, es ist nicht wenig, kommt alles drauf an. Aber verwirkliche damit den und den Traum. Ich weiß doch, dass dir das wichtig ist. Was ich halt auch ziemlich krass finde daran, Minimalist zu sein, ist, dass andere das so voll interessant finden. Also wenn du irgendwie auf der Straße dich unterhältst oder irgendwer dich mal gemein mit irgendwem unterhältst und dann ihr ein bisschen redet und dann, ja, was macht dich eigentlich aus? Und du sagst so, ja, ich bin Minimalist oder bin gerade auf dem Weg dazu, Minimalist zu werden, kommt immer so echt, wow, was heißt das? Was heißt das jetzt genau? Hast du alles verschenkt, was du besitzt? Besitzt du überhaupt noch etwas? Tja, wir haben halt schon ziemlich viele Sachen verschenkt mittlerweile. Und das Ding war, dass es uns sogar besser ging, als wenn wir dafür Geld verlangt hätten. Weil wir haben halt einfach gesehen, dass es den Leuten Freude bereitet hat, einfach irgendwas für lau zu kriegen. Und wir so, Alter, so schnell haben sich Menschen noch nie darum gekümmert, uns Ballast abzunehmen. Es war halt einfach ein Winning für beide Seiten so. Ja, das ist auch so eine Sache, die ich ein bisschen komisch finde. Also wenn du bei eBay Kleinanzeigen, wenn etwas für 5 Euro drin hast, so was eigentlich, keine Ahnung, 30 Euro wert wäre. Ich hatte so ein Glätteisen zum Beispiel, wo ich mir dachte, okay, also wir sparen ja gerade für unsere Kamera, für YouTube und wir wollen halt schon ein paar Sachen, die noch ein bisschen was wert sind, so Elektronikgeräte oder sowas, halt schon für ein bisschen Geld verkaufen, damit wir halt unser Geld für die Kamera zusammenkriegen können und nicht alles von unserem Gehalt wegnehmen müssen. So, und das Glätteisen, was eigentlich 30 Euro oder so neu gekostet hat, was hier jetzt schon 2 Jahre rumlag und funktionstüchtig war, wollte keiner für 5 Euro haben und alles andere, was ich für Verschenken drin hatte, war ein Bin von 10 Sekunden weg. Also ich hatte die Anzeige hochgeladen, bei eBay Kleinanzeigen. Und hatte direkt 3 Nachrichten, ich hol mir das ab, so einfach nur, weil es zu verschenken war, was ich einfach total verrückt finde. Das ist genau das Gegenteil, diese Kleptomanie ist ja das Gegenteil quasi von Minimalismus und viele Menschen haben im Hinterkopf, ja, wie gesagt, haben es besser als brauchen. Es könnte ja sein, dass ich es zum späteren Zeitpunkt nochmal verscherbeln könnte oder dass ich das als Geschenk nehmen könnte oder wer weiß, wozu es gut ist, was in petto zu haben. Und das ist ja normal so, also es ist normal, dass Menschen so denken, aber ich sag mal so, die Zeiten, in denen die uns Sorgen darüber machen, nicht genügend zu haben, jedenfalls in unseren gemäßigten Breiten und außerhalb von gewissen Menschen, die halt einfach leider Gottes immer mehr der Schere zwischen Arm und Reich zum Opfer fallen, müssen wir uns jetzt erstmal nicht großartig Gedanken darum machen, dass wir nicht genug haben. Ich lehne mich jetzt ziemlich weit aus dem Fenster, weil ich... Tu's nicht. Weil... Ja, die Luft hier draußen ist auch sehr schön. Es in Zukunft durchaus sein könnte, je nachdem, welche Entscheidungen die Menschheit treffen, dass die Armut weiter wächst. Weil das ist offensichtlich der Fall und dagegen müssen wir was tun. Deswegen schmeißt den Ballast über Bord, verschenkt es und sorgt dafür, dass die Menschen, denen es nicht so gut geht, an eurem Wohlstand teilhaben können, sodass die Schere zwischen Arm und Reich nicht noch weiter auseinander geht. Ja klar, geht einfach mal durch eure Wohnung, Zimmer, whatever, was auch immer ihr habt. Nehmt Dinge in die Hand und überlegt, wann ich das letzte Mal diese Sache benutzt? Macht mir diese Sache gerade Freude, wenn ich sie in der Hand habe? Und denke ich wirklich, dass ich sie in den nächsten, ich sag mal, 2 Monaten benutzen werde? Wenn du diese Fragen mit Nein beantworten kannst, solltest du die Sache einfach weggehen, zumal
viele, viele Dinge, die du besitzt, würden einen anderen in dem Moment einfach sehr glücklich machen. So, ich habe zum Beispiel heute meinen Kaugummi-Automaten aussortiert, also der funktioniert auch noch, aber wir haben den nicht benutzt und ich bin der Meinung, dass ich zum Beispiel ein kleineres Kind, also ich habe den geholt oder bekommen, als ich, keine Ahnung, vielleicht 10, 11 Jahre alt war oder so, darüber total freuen würde. Ich hatte auch meinen Spaß mit dem Teil, aber ich bin einfach rausgewachsen aus der Sache und man kann aus so vielen Dingen im Leben einfach rauswachsen. Beziehungsweise, sie haben einfach keine Priorität mehr und die Erinnerungen, die hat man dann halt meistens trotzdem im Herzen abgespeichert und sie könnten halt einfach jemand anderem im Moment Freude bereiten und nicht deine eigene Energie und deine Aufmerksamkeit kosten, weil alles, was um dich herum steht, ist in gewisser Hinsicht ein kleines bisschen Aufmerksamkeit, was es dich kostet, das wahrzunehmen. Sprich, wenn dein Raum möglichst leer ist, fällt der Fokus automatisch auf die eine Sache, die sich in dem Raum befindet. Ja, da fällt mir noch ganz zum Schluss jetzt dieser Film ein, den wir geschaut hatten, als wir noch einen Fernseher hatten. 100 Dinge heißt der. Da ging es ja auch um Minimalismus und obwohl es ein deutscher Film war, war er gar nicht so schlecht. Also deutsche Filme sind ja meistens ein bisschen besonders. Nicht immer. Viele. Also die meisten deutschen Filme sind sehr besonders, sagen wir es so. Und dieser Film lohnt sich wirklich zu sehen, weil ich finde es eigentlich echt gut gemacht. Dort sieht man, was Minimalismus für Auswirkungen hat und dass man eigentlich auch einfach mit sich selber zufriedener wird im Endeffekt. Und übrigens hast du schon schön die Überleitung zum nächsten Podcast-Thema gemacht. Und zwar, wir haben unseren Fernseher verkauft und was das jetzt für Gründe hatte und was das für Auswirkungen hatte, warum wir das jetzt gemacht haben und wie wir da jetzt überhaupt gekommen sind, sowas zu tun. Wie viel Geld wir bekommen haben. Ja, und wer sich denn das im Endeffekt abgeholt hat. Eine sehr witzige Geschichte, wenn ihr mich fragt. Das hören wir alles im nächsten Podcast. Ich glaube, den schmeißen wir gleich hinterher, weil ich gerade so in Erinnerung schwelge. Lavaflash. Ja. Okay, super. Ja, dann beenden wir den Podcast mit diesen wundervollen Worten und dieser wunderschönen Überleitung. Also bleibt immer schön kritisch. Denkt positiv. Und handelt gewissenhaft. Wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Episode oder auch im nächsten Video.